Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Jo, im letzten Part haben wir mit den Veteranen da hinten in der, wie heißt der Hamish, einen ersten Fischausflug gemacht und dann ist eingeladen, dass wir mit ihm jagen gehen können. Allerdings wohl noch nicht jetzt. Also werden wir uns erstmal einer anderen Nebenquest zuwenden. Für den Fall des Mann. So. Das Spiel ist natürlich mal wieder gecrashed. Mir ist aufgefallen, das passiert immer, wenn ich das Headset gerade angehängt habe zum Laden. Das war immer dann der Fall. Das Problem ist, dass die Akkukapazität halt auch absolut nicht stimmt. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Ding einfach defekt ist komplett. Aber das stimmt halt so absolut nicht. So, dann gebe ich, glaube ich, 20 Stunden oder was halten oder 15, keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist ja nicht mal annähernd dran. Wer war da drin? Und natürlich sind wir böse, ne? Ich meine, der schießt auf uns, aber wir sind der Böse. Wir sind der Böse. Genau. Kein Dynamit mehr. So, dass ich das Ding einfach hochgejagt sonst. Schön, dass überall so nette Leute sind. Komm her da wieder. Wo rennst du hin? Das Beste ist ja, das Headset reportet ja auch immer noch die Akkustandsanzeige in 25% Schritten. Und es sagt sogar, wow, 11 Stunden verbleibend. Ja, das glaube ich auch. Genau. 11 Stunden. Wurde ja leider 2-3 Stunden wahrscheinlich. Die Maus, ich habe auch eine Funkmaus, die reportet, soweit ich weiß, in 10er Schritten. Warum haben sie das beim Headset nicht auch gemacht? Die Maus hat auch ein Charging Dock, also eine eigene Docking Station, eine kleine, wo man einfach draufstecken kann. Hat das Headset auch nicht. Nee, ist nur, ich meine, ist dafür ein USB-C-Kabel, aber es ist halt wieder ein Kabel, das halt rumliegt, ne? Ist halt auch nicht optimal. So viel hätten sie bei dem Headset richtig machen können. So wenig haben sie richtig gemacht. So, ja, komm. Beruhig dich.
Beruhig dich, Mann. Calm down. So, das sollte ja gleich hier sein. Mal schauen, was der wieder vorhat. Womit er sich heute in Gefahr bringen will. Naja, haben wir uns schon entdeckt. Man sieht die Hasen halt einfach immer zu spät. Richtung. Das Pferd rennt immer prinzipiell in die falsche Richtung. Das heißt nicht wegrennen immer. Hey! Geht doch. So, und wo sollen wir den hinbringen? Alles andere haben wir ja dabei. Eine bessere Welt, ja. Alle Kadaver verschicken. Postmeisterei, alles klar. Lol, der Typ ist jetzt auch weg. Schön, gehen wir eben wieder daher. Oh, hier haben wir hohes Kopfgeld. Nein. Hey! John? John, is it you? How the hell are you? I'm very well. How are you? Good. Yeah. Abigail, is she? She's well. Jack's growing up. Sweet boy. Not anymore. But he's okay. How are you? I'm well, right now. Silly romances, but it's fun. Oh, it's such fun. Do you? My pen name is Leslie DuPont. Sort of French, sort of ambiguous. Well, the books are unambiguously awful, but they sell. Good for you. I'm so proud. I still think about you all. That was quite a time. Yeah. Arthur. Arthur saved my life before he passed. I don't talk about him much, but I think about him. Me too. And Dutch? Ran off someplace. All aboard. Such a shame. Last call. Oh, anyway, John, I better get on my train. It's really lovely seeing you. Oh, here. Weg. Thank you. Take care now. Bye. Sie haut auch ab. Sowas. Hätte sie noch sagen sollen, was sie uns mal besuchen kommen will. Ja. Die erste Bestellung von Tierteilen wurde ausgeliefert. Kehre nach 24 Stunden zurück oder mehr, um eine Belohnung abzuholen. Aha. Alright. So, und er ist weg und der hat auch noch keinen Bock. Das
Sollen wir den Zug überfallen, mit dem Mary Beth gerade unterwegs ist? Bist du schon wieder dreckig? Hoppla. Ich bin nicht einmal richtig dreckig gewesen, mein Gott. Können wir hier irgendwo Pause machen? Ja, können wir. Schön. Schlafen bis morgen, genau. Und es geht ohne Crashen. Ah, da ist er ja wieder. Geht doch. Ungeöffnete Briefe. Ah, interessant. Das waren aber noch keine 24 Stunden. Aber bitte. Wie du meinst. Aufpassen, Mann. Ja, bin ja schon am Weg. Beruhigt euch. I hope they ain't paying you for this. You must leave me be, please. Folks like you, no wonder nothing gets done. I'm gonna run away now, okay? Ja, ja, lauf weg. Be with you in just a moment. Ja, ja. Post abholen. $50. Ah ja, okay. See you around. Aha. Kardinalskadaver, Rattenkadaver, Spechtkadaver. Was ist ein Kardinalskadaver? Und wo soll man einen Rattenkadaver herbekommen und das alles in perfektem Zustand? Wo soll man das da herkriegen? Rattenplage haben wir jetzt. Hoffentlich keine mehr in der Bar in Santini. Alter, wo rennst du hin? Ich wollte ja ausweichen. Ne? Ich bin nur zur Seite geritten. Das Pferd hat es nur noch mal wieder nicht interessiert. So, ist die Quest schon wieder weg? Hm, ja, sie ist wieder gelockt, weil natürlich wieder mal irgendwelche Penner hinter uns her sind. Die nicht viel zu melden haben. Die Richtung. Ja, genau, da wollte ich rauf. Genau. Wo sind die denn? Da irgendwo auf der Straße. Ne? Das haben die wohl gehört, hä? Oh ja, das haben die gehört. Noch irgendwer? Lauf, solange du noch kannst. Lauf! Oh nein, ist dein Pferd gestorben? Junge, sowas. Das tut mir aber leid. Du willst es wissen, du willst es wissen, du wirst es erfahren. Was kommt da? Oh, sieh mal den an. Du sollst auch noch Hunde mit in eure blöde Jagd hier mit einbeziehen. I'm sorry. Das hättet ihr nicht tun sollen. Was zum Henker? Wer kommt hier noch? Irgendwer, okay, alles klar. Oder? Keine Ahnung, welcher Gegner dort ist.
Komm her da. Du wirst mal hier Platz nehmen. Ach, die Stadt hat ein Problem mit uns. Na schön. Mir soll es recht sein. Achso, das ist wahrscheinlich der Typ vom Zug, oder? Der hängt, der jetzt da Probleme macht. Was denn? Ha? Passt dir das etwa nicht? Das wäre jammer schade. So. Und wieder mal sind wir der Böse, ne? Genau. Wir sind der Böse. Beruhig dich. Lol, da muss man wieder hoch. Komm, dreh um. Komm. Los. Ranz nicht, beweg dich. Darüber habe ich gesagt. Meine Fresse. Das Pferd macht mich ja jetzt schon fertig. Du kassierst auch noch. Das ist sehr gut. Fall nicht runter, bitte. Been here before. Have you? Yeah. Funny how things turn out. Never how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Yeah, so I believe, but we're back from the cliff edge. I'm trying to get an eagle there. They're beautiful, but unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite, quite. Oh, oh! Yeah, genau. Damn! Great. Das war so klar. You're right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Come here. Oh! Oh, thank you. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. Take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Das war's schon. Scheinbar. Wir mussten nichts tun. Schön. Die Stadt ist noch immer abgeriegelt. Schön. Sollen wir recht sein. Kaum noch Überreste von unserem Lager.
gut, Freunde. Das war's dann aber auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.